Moin Leute, der dritte Spieltag in der zweiten Bundesliga steht an. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren. Außerdem bedenkt auch, dass ich kein ausgebildeter Kommentator bin, deswegen sind einige Sprachfehler sicherlich dabei. Dazu kommt noch, dass ich extrem wenig Zeit habe für alle drei Ligen und dementsprechend einige Sprachfehler dabei sind, so wie auch jetzt schon. Naja, ist auch egal, viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's mit Bochum gegen Sandhausen und bedenkt, es ist lediglich eine Prognose. Der VfL Bochum empfing die noch punktlosen Sandhäuser, die aber im DFB-Pokal gegen Oberhausen durchaus überzeugen konnten. 6 Treffer standen da im Endeffekt zu Buche. Doch Bochum war hier die bessere Mannschaft zu Beginn. Lucia ist das mit dem Abschluss aber noch zu harmlos. Und Lomp, die scheinbar neue Nummer 1, konnte das ganz einfach parieren. 20 Minuten gespielt, die Gäste wagten sich mal in die gegnerische Hälfte. Andrew Wooten mal wieder dabei und dann die Möglichkeit, Pascal Förster. Aber der Kopfball zu harmlos. Riemann wieder im Kasten, nachdem er im DFB-Pokal pausierte. 35 Minuten jetzt knapp gespielt und die Gäste wurden frecher und schlugen zu. Andrew Wooten, 36. Spielminute, das 1:0 für die Gäste. Es wurde leise im Vonovia-Ruhr-Stadion bis zur 68. Minute. Dann kam Pantovic mal mit dem Kopfball, aber im Großen und Ganzen war es nicht viel, was Bochum nach vorne brachte, und es gab immer wieder Räume und Möglichkeiten für Sandhausen, diese Partie zu entscheiden. Felix Müller und Riemann boxen den Ball da aus dem Winkel heraus. Das wäre natürlich die Entscheidung gewesen. Knappe Sache. Gut aufgepasst vom Bochumer Schlussmann. Und die versucht nochmal alles. Der VfL wollte nicht zum zweiten Mal in Folge zu Hause verlieren. Pantovic mit der Vorlage und Tom Weiland. Das muss es natürlich sein. Aber der zischt am Pfosten vorbei und so entführt Sandhausen wie auch immer ein 1:0 aus Bochum und holt die ersten 3 Punkte in dieser Saison. Darmstadt 98 gewann zum Auftakt zu Hause gegen Paderborn mit 1:0. Jetzt mussten sie sich am letzten Spieltag beim FC St. Pauli geschlagen geben. Der MSV Duisburg kam und die hatten auch hier die erste Möglichkeit. Fehler im Hinterhof. Aufgebot der Lilien, Heuer Fernandes korrigierte das nach 9 Spielminuten. Gute Möglichkeit von Oliveira Sosa, da hätte er durchaus mehr draus machen können. Auf der anderen Seite kam auch Darmstadt zu Möglichkeiten, knappe 20 Minuten gespielt. Das ist Heller mit der Superflanke auf den zweiten Pfosten und Jovan Jones mit dem 1:0. Sein erstes Saisontor und das war mittlerweile auch schon durchaus verdient. Schönes Tor, schöne Flanke von Heller. Aber das ließ Duisburg nicht auf sich sitzen. Vor der Pause wollten sie nochmal antworten und das konnten sie auch. Stanislav Iljutschenko in der 38. Spielminute machte auch er sein erstes Saisontor. Bleibt ganz kühl vor Heuer Fernandes und macht den Ball rein. Wir springen in den zweiten Durchgang. Darmstadt immer weiter auf dem Weg nach vorne. Da wurde es jetzt mal artistisch. Neumann aber dazwischen. Marc Melem sieht da im Endeffekt relativ unglücklich aus. Wobei der auch extrem schwer zu nehmen war. Auf der anderen Seite Duisburg immer wieder gefährlich mit Nadelstichen dieser Art. Moritz Doppelkamp in der 68. Spielminute. Die Zebras waren eiskalt im Abschluss. Das ist ein super Abschluss. Heuer Fernandes dachte den schon über der Latte. Und dann kam auch noch die Entscheidung. 78. Spielminute. Stanislav Iljutschenko Doppelpack und die Partie war gegessen. Darmstadt verliert also mit 1:3 gegen Duisburg, die jetzt ihren ersten Dreier der Saison einfahren können. Der erste FC Köln ist mit 4 Punkten durchaus positiv in diese Saison gestartet. Ein Ausrufezeichen setzen sie im DFB-Pokal. Jetzt kam der FC Erzgebirge Aue in die Domstadt und die flogen im Pokal gegen Mainz doch relativ bitter raus, obwohl sie in langer Überzahl spielten. Und hier schlugen die Kölner eiskalt zu. Nach gerade mal 3 Minuten war es Simon Terodde mit der ersten Abschlussaktion und mit dem ersten Treffer. Sein erstes Saisontor. Für Mennel keine Chance. 24 Minuten gespielt, dann Dominik Drexler versucht es mal mit dem Abschluss. Aber Mennel fliegt, muss aber nicht eingreifen. Köln hatte das weitestgehend im Griff, aber im zweiten Durchgang. Die Auer wagten sich dann auch mal nach vorne. Hier nochmal eine Möglichkeit von Köln. Doch dann wendete sich diese Partie, aus welchen Gründen auch immer. Es war kaum zu glauben, wie die Elf von Markus Anfang diese Partie erstmal verlor, aus den eigenen Händen. 56. Minute, Bertram legt den Ball rein und was für ein wunderbares Tor von Calogero Rizzuto. Mit der Hacke macht er den rein, wunderbar gemacht
für Horn keine Chance. Ein Supertreffer zum 1:1. Und sie wollten mehr. Die Gäste. Wydra ist das. Wydra mit dem Abschluss. Tolle Parade von Timo Horn. Nach 70 Minuten sah es fast danach aus, als würde Aue hier sogar noch die Partie drehen. Doch dann kam auch nochmal der erste FC Köln nach vorne. Sie wollten jetzt den ersten Heimdreier einfahren. Gegen Union reicht es auch nur zum 1:1. Das ist Drexler. Trifft aber nur das Außennetz. Und so blieb es im Endeffekt bei diesem 1:1. Aue hat sich das erarbeitet. Er kämpft. Verdient ist es nicht unbedingt, aber der erste FC Köln versäumte es eben, das zweite Tor nachzulegen. Mit 4 Punkten ist Greuther Fürth wirklich gut in die Saison hineingestartet und das erste Saisonspiel zu Hause wurde auch mit 3:1 gegen starke Sandhäuser gewonnen. Der SC Paderborn versteckte sich hier erstmal ein wenig, wollte es hinten erstmal sicher machen und Nick Omladic hatte die erste Möglichkeit für Greuther Fürth. Die Paderborner, wie gesagt, warteten ab, machten das ganz clever, ließen die Fürther erstmal kommen und dann schlugen sie zu. Knappe halbe Stunde gespielt. Sven, Michel und Tepetai mit dem 0:1. Bernard Tepetai, 26. Spielminute, sein erstes Saisontor, hält nur den Fuß hin. Klasse gemacht, keine Chance für Sascha Burchardt und es kam noch dicker. Fürth völlig aus der Fassung gebracht in dieser Situation. Sven, Michel und in der 30. Minute macht der das 2:0. Extrem bitter für Fürth, die eigentlich alles im Griff hatten bis zum 0:1 und dann schlugen die Gäste eben doppelt zu. Sie hatten aber die Möglichkeit, die Fürther aufzuschließen. Atanga gegen Zingerle scheitert hier erstmal noch gut vorbereitet. Der muss natürlich sitzen. Wenn man hier nochmal was reißen will und direkt im Anschluss die nächste Möglichkeit, Atanga, Omladic und dann fällt Julian Green der Ball vor die Füße. In der Wiederholung sieht es glatt noch ein Stückchen trauriger aus, dass er den noch vorbei bekommen hat. Dann plätscherte die Partie dahin. Paderborn hatte mit dem 2:0 nicht viel nach vorne zu zeigen, aber dann die Entscheidung. 70. Minute, Bernard Tepetai, Doppelpack, entscheidet das hier ganz auf seine eigene Art und Weise. Paderborn gewinnt also auch das erste Auswärtsspiel mit 3:0, ein dickes Ausrufezeichen und Fürth verliert das erste Mal. Der erste FC Magdeburg möchte endlich den ersten Punkt zu Hause machen. Gegen den FC St. Pauli verloren sie noch kurz vor Schluss mit 1:2 und hier gegen Ingolstadt waren sie auch nicht zwangsläufig der Favorit. Die erste Möglichkeit gehörte aber ihnen. Klasse Möglichkeit, klasse Schuss auch von Beck. Letztendlich etwas unglücklich, dass der Ball nicht den Weg ins Tor gefunden hat. Hätte er vielleicht noch einen Schritt weiter gehen können. Knaller, der jetzt Konkurrenz mit Philipp Herwagen bekommen hat, muss nicht eingreifen. Auf der anderen Seite dann unglückliches Foul hier vom Magdeburger Verteidiger und dementsprechend Möglichkeit für Thomas Pledel. Und mit etwas Glück eiert er den Ball über die Linie. 26. Minute 0:1. Die Gäste führten und sie wussten gar nicht so genau, wie das passieren konnte. Im zweiten Durchgang wurden sie etwas stärker. Die Schanze Ananu ist das. Kerschbaumer auf Leipatz und der Abschluss letztendlich von Osave, aber harmlos ist dafür noch ein netter Begriff. Das war wirklich nicht sonderlich gefährlich. Da muss nicht eingegriffen werden. Das 1:1 lag in der Luft. Die Möglichkeit, aber Knaller reißt die Arme hoch gegen Weil. Klasse. Auch hier die Parade eben vom Hintermann. Der Ingolstädter reißt die Arme hoch. Kein größeres Problem. Dann hatte Ingolstadt die Möglichkeit, hier alles zu entscheiden und das machten sie dann auch. 81. Minute, Thorsten Röcher mit seinem zweiten Saisontor macht hier alles klar. Nichts mehr zu halten. Rother kann nur hinterher schauen und so gewinnt Ingolstadt mit 2:0 auf des Gegners Platzes. Magdeburg hingegen wartet weiter auf den ersten Dreier in der zweiten Bundesliga. Der SSV Jahn Regensburg empfing in der Kontinentalarena Holstein Kiel, die mit 4 Punkten in die Liga gestartet sind und absolut zufrieden sein können. Regensburg konnte zumindest das erste Heimspiel gewinnen. Hier waren aber die Störche erstmal aktiver zu Spielbeginn und Serra mit der ersten wirklichen Möglichkeit. Kein Problem für Philipp Pentke, der im DFB-Pokal aussetzen durfte. 23 Minuten gespielt, jetzt war Philipp Pentke aber geschlagen. Jesung Lee, der überragende Spieler, der überragende Neuzugang in den Reihen vom KSV, Superschuss und das bewies er hier im letzten Heimspiel bereits, traf er zum 1:1 gegen Heidenheim. Hier war dann aber in wenigen Augenblicken dieses 0:1 schon wieder vergessen von Jonas Niedfeld gemacht worden. 32 Minuten gespielt, 1:1, keine Chance für Kenneth
Kronholm. Wir springen in den zweiten Durchgang. Abschlussmöglichkeit aus guter Position für Schindler. Der mit dem Freistoß aus 27 Metern. Wie gesagt, aber da wäre noch mehr drin gewesen, weil es eine wirklich gute Position war. Aber geht dann doch relativ deutlich rüber. Penke muss nicht eingreifen. Es war jetzt eine offene Partie. Halbe Stunde noch zu spielen. Das ist Vrenetzi völlig alleine auf dem Weg. Vor Kenneth Kronholm. Überragende Parade vom Schlussmann. Der da lange stehen bleibt und dann noch reagieren kann. Und das 2:1 verhindert. Und zum Schluss gab es nochmal eine Möglichkeit für Kiel. Nochmal eine Möglichkeit für Kiel. Serra setzt den Ball aber an die Latte. Und so endet diese Partie. Verdient im Endeffekt. Remis 1:1 trennen sich diese beiden Mannschaften, die eine tolle Partie abgeliefert haben. Der erste FC Union Berlin spielte am Sonntagnachmittag gegen den FC St. Pauli, die bislang als einzige Mannschaft mit 6 Punkten in der Tabelle dastehen, nach 2 Spielen. Hier begannen aber die Gäste gar nicht mal so konzentriert. Hedlund mit der ersten Möglichkeit nach 4 Minuten. Machte im Endeffekt eine sehr gute Partie, aber nur wenig später. Dann auch Fährmann. Hängt Fährmann, Neuzugang aus Heerenveen, aus den Niederlanden gekommen. Hier tolle Möglichkeit. Hätte noch etwas gehen können. Alagui nicht in der Spitze aufgeboten, im Gegensatz zum Spiel gegen Darmstadt. Und nochmal vor der 20. Minute. Es gab viele Möglichkeiten. Tolle Partie, wirklich. Schmiedebach mit dem Schuss, aber Himmelmann ist dazwischen. Hält die Hand raus und pariert. Im zweiten Durchgang kam Union noch zielstrebiger vor den Kasten und belohnte sich dann auch. Simon Hedlund, 51. Minute. Sein erstes Saisontor. Das verdiente 1:0, weil die Gastgeber durchaus aktiver waren und hier hatten sie noch die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen. Hedlund auf Gogia. Akaki Gogia, auch mal bei St. Pauli gespielt. Gar nicht so unerfolgreich. Hier scheitert er noch an Avevor, der reingrätscht und Schlimmeres verhindert. Kurz vor Schluss gab es dann aber nochmal die Möglichkeit für Pauli. Keine 10 Minuten mehr zu gehen. Henk Fährmann, überragender Ball. Aber Sobotta im Pech trifft nur das Aluminium. Wäre im Endeffekt auch nicht verdient gewesen. Und so gewinnt Union Berlin 1:0 gegen St. Pauli, die ersten Punktverluste damit hinnehmen müssen. Die SG Dynamo Dresden empfing Heidenheim am Sonntagnachmittag im DDV-Stadion. Es war eine sehr gute Stimmung, insbesondere weil die Dresdner Fans wie immer gut gelaunt waren. Und nach 5 Minuten gab es auch die erste richtig gute Möglichkeit. Patrick Ebert aus kurzer Distanz, dieser Freistoß, gar nicht verkehrt über die Mauer gezirkelt. Aber noch kein Problem für Kevin Müller. Doch die Dresdner hatten diese Partie in der Hand und Torfahrt konnte dann hier diesen Ball vorlegen und der Ball kullerte dann irgendwie über die Linie. 20. Minute, Lukas Röser, sein zweites Saisontor, führt hier zum 1:0. Am ersten Spieltag schon zu Hause getroffen zum 1:0. Siegtreffer gegen Duisburg. Aber die Heidenheimer über Schnatterer nach Standards immer gefährlich. Und da kommt das Eigentor von Brian Hermelin. 37. Spielminute, da ließ sich Griesbeck dann letztendlich feiern. Aber es war ein Eigentor vom Neuzugang aus Dänemark. Vor der Pause aber nochmal die Möglichkeit für Dresden. Aosman wird nicht angegriffen. Aosman, Steurer erstmal dazwischen. Aber Horvath fällt der Ball auf den Kopf. Und der macht sein erstes Saisontor. 41. Spielminute. Das 1:1 war serviert. Keine Chance für Kevin Müller. War schon in die andere Ecke unterwegs. Und dementsprechend das verdiente 2:1. Ähnliche Aktion an dem zweiten Durchgang nach dem Seitenwechsel wie schon in der ersten Halbzeit. Patrick Ebert mit dem Freistoß. Diesmal aber knapp rüber. Dresden wollte die Partie jetzt frühzeitig entscheiden. 66 Minuten gespielt. Heise clever abgelegt. Duljevic und da ist Horvath, Doppelpack. 67. Minute. Die Partie war nahezu entschieden, weil Heidenheim nicht mehr gut nach vorne kam. Super Schuss. Müller ist noch dran, kann aber nichts mehr verhindern. Aber sie gaben sich nicht auf, die Heidenheimer. Die Elf von Frank Schmidt gut eingestellt. Schnatterer aber vergab das 3:2 und es wurde nicht mehr spannend. Dementsprechend gewinnt Dresden das zweite Heimspiel also auch in dieser Saison, startet damit durchaus ordentlich in die Saison, gewinnt 3:1 gegen Heidenheim und ist damit der glückliche, aber auch absolut verdiente Sieger. Der Hamburger Sportverein konnte sich nach dem 3:0 in Sandhausen erstmal wieder etwas Luft verschaffen.
Das Torverhältnis steht bei 0 und dementsprechend ging sie hier auf frohen Mutes ins zweite Heimspiel der Saison. Beim ersten lief es ja erstmal schief. Hier starteten sie aber durchaus gut und gefährlich rein. Holtby erstmal gegen Ortega Moreno, der etwas Glück hat, dass der Ball nicht über die Linie kullerte. Halbe Stunde gespielt, dann auch mal Bielefeld. Edmundson mit der Flanke und Vogelsammer in der Mitte mit dem Kopfball, aber kein Problem für Pollersbeck, der rechtzeitig da ist. Dass Hamburg in der Verteidigung anfällig ist, zeigten sie gegen Kiel, aber zeigten sie auch gegen Erntebrücke im Pokal, letztendlich aber auch 5 Dinger gemacht, dementsprechend alles gut, aber solche Torchancen von Vogelsammer möchte man doch schleunigst oder tunlichst vermeiden, beziehungsweise in diesem Fall war es Patrick Weihrauch. Im zweiten Durchgang der HSV wieder gefährlich, super Schuss, Luis Holtby, sie kam besser aus der Pause, wie schon im ersten Durchgang, die Anfangsphase gehörte ihnen und dann wurde Bielefeld immer gefährlicher, tolle Parade von Moreno. Der HSV wollte jetzt aber das erste Heimtor in der zweiten Bundesliga erzielen. Naray trifft nur das Außennetz. Knappe Stunde gespielt. Khaled Naray, sicherlich einer der besten momentan in der Verfassung, in der er ist beim HSV auf dem Feld. Eine Viertelstunde vor Schluss kam dann aber dieser Freistoß von Hartherz und was für eine Parade von Julian Pollersbeck. Um ein Haar das 0:1 und Bielefeld drehte nochmal auf. Vogelsammer, Prietl völlig alleine, jetzt Edmundson. 87. Minute, das dritte Saisontor bereits für den Mann von den Färöer Inseln. Es war unglaublich, der HSV gab diese Partie aus der Hand, steht damit mit 3 Punkten nach 3 Spielen sicherlich sehr unglücklich da, insbesondere weil man zu Hause noch kein einziges Tor, noch keinen einzigen Punkt einfahren konnte. Jo, das war die Prognose zum dritten Spieltag der zweiten Bundesliga. Tipp wie immer gerne mit den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, ich habe nicht gerade viel Zeit, dementsprechend muss ich auch gerade etwas schneller reden. Naja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen und ein Abo freuen. Ansonsten danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.